Wer hat auch gerade im Winter wieder Probleme mit Akne? Nun, ich werde euch einmal erklären, was Akne bedingt, was es unterstützt, was es mindert und was dagegen aktiv hilft. Acne vulgaris ist eine weit verbreitete Hautkrankheit, bei der man unter unreiner Gesichtshaut leidet. Im Teenageralter sorgen die Hormone für die Akne. Das kann ab 11 Jahren beginnen und endet meist mit der Volljährigkeit. Im Alter können Pickel aber auch bis 40 Jahren bestehen bleiben. Dann liegt die Akne zum Beispiel an falscher Ernährung, also viel zu viel Zucker oder Fett, was der Körper nicht verarbeiten kann, oder künstlichen Zuckerzusatzstoffen, vielen Emulgatoren, wie auch immer, oder dauerhaftem Stress. Außerdem eine Verhornungsstörung, genetische Disposition, Testosteron oder anders bedingte Gesichtsüberfettung, der Erreger Propionibacterium acnes oder Stress eben, in jeder Form. Viele persönliche Faktoren können Pickel begünstigen und Stress gilt neben der Pubertät allerdings als Hauptauslöser. Wieso man sich um eine gute geistige Gesundheit kümmern sollte? Alles in allem sind Pickel aber eine Glückssache. Es liegt an der genetischen Veranlagung, wer wie stark auf welche Quellen auch immer wie reagiert. Das Stresshormon CRH aktiviert unter Stress die Lipogenese und beeinflusst somit die Umwandlung von DHEA zu Testosteron in der Sebozyte. Die Folge? Die Talgdrüsenfollikel entzünden sich. Viel Stress mindert auch die Mikrobiologie auf der Haut, die körpereigene Antibiotika transportiert. Alles in allem sehr vertrackt. Der Pickel, die Akne-Effloreszenz, also Effloreszenz vom Aufblühen, ist eine Erkrankung des Talgdrüsenfollikels und daher besonders im Gesicht anzutreffen, wo die meisten von ihnen sitzen. Akne ist weder chronisch noch gefährlich, sorgt aber für einen starken Leidensdruck. Pickel sieht man immer, sie schmerzen beim Reden, Lachen, Rasieren, Waschen, Schminken, Essen, eigentlich immer, und sie sind unberechenbar. Das psychische Leiden ist aber immer noch das Größte, da die Verunstaltung eintritt, wenn man beginnt, sich für die Partnersuche zu entscheiden. Arbeitslosigkeit und Isolation werden durch Akne tatsächlich begünstigt, haben Studien herausgefunden. Ergo, wer die Akne los wird, wird statistisch gesehen erfolgreicher im Leben werden. Liegt natürlich auch wieder daran, dass unsere schöne Welt so auf Äußerlichkeiten abfährt. Durch die überzogenen Medienstandards ist es leider wichtig, eine reine Haut zu haben. Gegen Akne hilft nur Aussitzen, glücklich sein und medikamentös behandeln, wenn es sein muss. Es mag beruhigen, wenn man erfährt, dass 95% aller Jugendlichen einmal unter Akne leiden, 14% der Jugendlichen leiden unter mittelschwerer bis starker Akne und 20% sogar noch nach dem 20. Lebensjahr und bei 10% noch über das 25. Lebensjahr hinaus. Der Körper zeigt auf, wenn ein Ungleichgewicht herrscht. Und bei unserem westlichen Lebensstil leiden darum 40% aller Erwachsenen an irgendwelchen Formen von Hautkrankheiten. Akne tarda heißt zum Beispiel die Spätakne. Und Krankenkassen meinen, dass 25% der Frauen zwischen 25 und 45 in irgendeiner Form darunter leiden würden. Rosacea oder auch Kupferfinne genannt ist eine sehr späte, starke Form der Akne, besonders um die Nase herum. Und, naja, die Nase kann da wirklich zu einer wahren Knolle werden. Fisch, Obst, Vollkorn, Gemüse und eine von Omega-3-Fettsäuren angereicherte Nahrung wirken Akne entgegen. Kartoffeln, stark zuckerhaltige Lebensmittel und Milchprodukte fördern Akne eher. Als Pflege sind pflanzliche Seifen und Peelings zu empfehlen. Die meisten kosmetischen Produkte aus Apotheke oder Drogerie wirken aber leider eher weniger. Zu fettige Salben begünstigen die Akne, zu scharfe Produkte nehmen der Haut den Schutz. Auch die beliebte Zinkcreme ist überholt. Ein Kamillendampfbad ist empfehlenswert. Außerdem sollte jeder in seinen Kosmetikprodukten darauf achten, dass kein Lanolin, keine Stearinsäure, kein Butylstearat und kein Cetylalkohol enthalten ist. Ja, nun steht er vor der Tür, der Winter. Im Winter werden viele Hautkrankheiten meist noch viel schlimmer.
Die warme, trockene Heizungsluft und die Außentemperatur unter der Kühlschrankgrenze von 7 Grad sowie die starken Schwankungen dazwischen zerstören die Schutzfunktion der Haut, die ohnehin schon unter Akne oder anderen Krankheiten leidet. Sonnenlicht hilft allgemein auch bei Hautkrankheiten, was den Winter noch schlechter dastehen lässt. Wenn man Pickel gewaltsam entfernt, können sogar Narben bleiben. Es ist ratsam, Desinfektionsmittel, Tücher und eine dünne Stecknadel zu benutzen, wenn man es dann wirklich tun möchte. Und es gilt immer, einen Stich nur anzusetzen, wenn der Stich nicht wehtut, die Beule also bereits gelb ist. Desinfektion ist immer wichtig, um gesunde Poren nicht mit Bakterien zu infizieren. Außerdem müssen die Hände desinfiziert sein, damit nicht dadurch noch mehr Bakterien an die Gesichtshaut kommen. Immer gilt, ziehen, nicht drücken. Aber der Kosmetiker kann die dann schon besser entfernen. Nun, wer absolut keinen Bock mehr hat und der Akne gleich in den Arsch treten will, der verzichtet bitte aber auf pures Teebaumöl, austrocknendes Zink oder gar Zahnpasta. In der Drogerie wirken besonders diese 3-Monats-Kur von Biometer, alle Produkte von Alkmene mit Teebaumöl, also Gesichtswasser, Gesichtsseife und Nachtcreme. Und Garnier Hautklar Aktiv als Peeling mit Kohle, 2 bis 3 Mal die Woche anzuwenden. Und wenn das immer noch nicht reicht, ab zur Apotheke. 3 Wirkstoffe finde ich da besonders wirksam. Darunter zählen Adapalen, meist als Salbe aufzutragen, hemmt Entzündungen und greift in den Fetthaushalt der Haut ein, verringert ihn und geht auch aktiv gegen Mitesser vor, sogenannte Comedone. Außerdem ein frei verkäufliches Allheilmittel Benzoylperoxid. Keine Angst, die Haut wird immer gereizt, das ist ganz normal, denn es ist lipophil und setzt, also kommt damit sehr gut in die Haut rein und setzt reaktiven Sauerstoff frei. Das wirkt der Verhornungsstörung durch Hautschälung entgegen, ist also keratolytisch. Es tötet Mikroben, hemmt die Talgproduktion ein bisschen, löst Mitesser aus der Haut, bleicht und hemmt Entzündungen. Außerdem noch zu empfehlen Minocyclin-Hydrochlorid. Das ist ein Tetracyclin, ein Breitbandantibiotikum. Es hemmt die Lipolyse und damit entstehen keine freien Fettsäuren mehr. Dadurch können Mitesser schlechter entstehen. Ach, es nützt nichts, hier wissenschaftlich groß rumzuschwafeln, nicht wahr? Wie es genau vonstatten geht, daher komme ich auf den Punkt. Die Propionibakterien, die Akne eigentlich bedingen, werden durch Minocyclin zerstört. Das bedeutet weniger Fluoreszenzen im Gesicht. Minocyclin wird meistens in Tablettenform eingenommen, in 50 oder 100 Milligramm, eine am Tag. Lieber am Abend und 2 Stunden vorher und nachher bitte keine Milchprodukte essen oder trinken. Was hilft noch? Nun, Dampfbäder, diese Ionendampfstrahler fürs Gesicht, UV-Lampen fürs Gesicht. Aber UV-Lampen sind teuer und dafür lohnt sich der teure Preis echt nicht, weil es nicht so viel bringt. Ein Dampfbad kann schon mehr bringen, da die Haut besser durchblutet wird und Poren sich öffnen können. Aber mit dem, was ich euch jetzt schon so an Tipps gegeben habe, sollte dem Winter eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Von daher macht's gut und zur Not ab zum Hausarzt, der weiß vielleicht noch ein bisschen mehr als ich.